Das ist schon ein ganzes Weilchen her. 1986 war das, ja, einer der ersten, der quasi hier geschrien hat. War ein Schock. Also war definitiv ein großer Schock. Und da hieß es auch, ich soll bitte kein Studium machen, das überlebe ich so oder so nicht. Also ich war ja ziemlich guter Leistungssportler früher, da wurde ich schon auf Kämpfen gedrillt und vielleicht hat mir das auch wirklich auf gut Deutsch den Arsch gerettet, weil ich einfach nicht eingesehen hat, warum ein Arzt mir vorzuschreiben hat, wann ich zu sterben hätte. Also ich habe dann wirklich erst 2, 3 Jahre später meine Eltern und auch meine Geschwister informiert und ins Boot geholt, weil dieser Rückhalt, der hat mir gefehlt. Also da ging es mir nicht gut in der Zeit und ich habe gemerkt, okay, den Kampf kannst du auch nicht alleine führen. Du brauchst die Familie und das waren die Ersten, die ich einfach dann informiert habe und die haben super reagiert. Das war wirklich klasse. Ich habe erst einen Brief geschrieben, eben mit beiden, mit meinem Outing und mit HIV und dass ich ihre Unterstützung brauche. Wir hatten zwar dann gleich telefoniert an dem Abend noch, wo sie sagten, ist alles okay. Gib uns aber Zeit, wir müssen jetzt erstmal drüber nachdenken, was ich aber auch völlig fair fand. Und das Tolle ist, meine Eltern sind sofort zur AIDS-Hilfe gegangen. Die haben sich also sofort informiert, Mensch, was passiert, wie ist es? Und ich habe ihnen genau das gesagt, ich stelle mir mein Leben genauso vor, wie ich es immer wollte. Ich werde fertig studieren und ich möchte hier keine Sonderbehandlung. Also wenn ich Mist baue, sagt mir ruhig, ich baue Mist. Und meine Eltern meinten, das passt. Aber mit dem Schwulsein müssen wir noch ein bisschen klarkommen, aber mit der HIV, das passt. Es gab nur eine einzige Behandlung, das war ACT, was anderes gab es nicht. Alle meine Freunde, die mit ACT angefangen haben damals, waren ein halbes Jahr später tot. Und deswegen wollte ich dieses Medikament nicht. Ich habe gesagt, nee, ich möchte es nicht, ich warte. Und dann kam ja später eine andere Kombination und mit denen habe ich dann angefangen. Ich kenne es von Freunden, die HIV haben, die das belastet, die immer in sich gesucht haben. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder warum habe ich das jetzt verdient? Die Einstellung hatte ich aber auch nie, weil ich immer, wenn was passiert, hinterfrage ich nicht, warum ist es mir passiert, sondern es ist für mich immer ein Blick nach vorne, okay, ich muss mit der Situation umgehen. Als Betroffener ist man natürlich näher dran an dem Thema. Ich habe einen Freund aus München, der eben positiv wurde. Und dann habe ich wirklich über eine Woche lang einfach Telefonseelsorge gemacht. Einfach zugehört, wie geht's dir jetzt damit? Was empfindest du? Ich kenne die ersten Wochen. Die sind einfach schlimm. Also man weiß nicht, was passiert. Man hat Zukunftsängste. Man weiß gar nicht, wo man sich hinwenden soll, obwohl man eigentlich schon viel gelesen hat. Hätte nicht sein müssen. Ich gönne es keinem. Ich möchte nicht, dass jemand sich ansteckt. Deswegen bitte ich auch jeden, dass er selbstbewusst und einfach verantwortungsvoll mit seinem Leben umgeht. Aber wenn es passiert ist, ist es immer noch dein Leben und du hast ein Virus, mit dem du jetzt eben in Kooperation leben musst. Und genau das hat er mir auch bestätigt und meinte, stimmt, du hast recht, dieser Satz, es ist nervig, dieses Virus, das trifft es genau auf den Punkt. Es ist halt nervig, dass man an die Medikamente denkt, es ist nervig, dass ich alle 3 Monate schon zur Kontrolle muss. Aber es behindert mich nicht, dass ich mein Leben lebe, dass ich einen Job mache, dass ich Sport mache, dass ich Freunde treffe, dass ich mich verliebe. Verantwortungsvolles, selbstbewusstes Umgehen und keine Berührungsängste. Das sind so die 3 Dinge, die ich mir wünsche. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ja, Freundschaft ja, aber mehr kann ich nicht. Ich möchte auch, dass jeder selbstbewusst ist, dass jeder weiß, wie weit kann ich denjenigen an mich ranlassen oder nicht. Da habe ich auch keine Angst und eben keine Berührungsängste, dass die Leute auch wirklich uns einfach mit aufnehmen und genauso mit einem arbeiten, kommunizieren, feiern oder vielleicht auch Sex haben, wie es eben mit negativen Leuten ist.